In Ihrem Smartphone, Tablet oder auch Notebook ist gern über dem Display eine kleine Kamera mit integriert. Mit dieser Kamera können Sie Videotelefonate führen und zu Microsoft gehört mittlerweile auch Skype. Das ist die Möglichkeit, kostenfrei über das Internet Videotelefonate zu führen. Aufgepasst, wenn Sie jemanden über das Internet anrufen, sprich eine Festnetzrufnummer oder eine mobile Rufnummer, dann können da Kosten entstehen, aber auch das geht mit Skype, aber Sie müssen dafür natürlich auch eine Zahlungsoption hinterlegen oder auch ein Guthaben haben. Aber ich möchte einfach mit Ihnen kostenfrei über das Internet videotelefonieren. Dazu habe ich hier mein Notebook und einen Tablet-PC. Beim Tablet-PC, da funktioniert Skype schon, ist alles schon in Ordnung, alles eingerichtet. Aber wir werfen jetzt mal gemeinsam einen Blick, wie ich Skype auf mein Notebook bekomme. Als allererstes gehen wir unten links in unser Startmenü hinein. Und da ist ein wichtiger Punkt. Und zwar müssen Sie Skype am Anfang erst einmal herunterladen. Bitte klicken Sie dort drauf, dann öffnet sich automatisch ein Fenster und Sie können auswählen, Skype auf Ihrem Endgerät, ob jetzt Smartphone, Tablet oder Notebook, zu installieren. Das machen wir dann, das installiert sich dann automatisch und danach können wir das dann hier zum Beispiel hier auf dem Desktop automatisch öffnen, um Skype zu nutzen. Können Sie Ihr Microsoft-Konto benutzen oder sich auch generell mit einem Skype-Namen anmelden. Da Skype jetzt für alle nichts Neues ist, es gibt es ja schon seit vielen Jahren, kann es auch sein, dass Sie schon einen Skype-Namen haben und ein Zugangspasswort. Dann können Sie das hier direkt in der Mitte eingeben, Ihren Skype-Namen plus das Kennwort. Sie können sich aber auch jetzt natürlich, da Skype zu Microsoft gehört, mit einem Microsoft-Konto anmelden. Das mache ich jetzt in meinem Fall mal. Ich gebe hier mal ein, QVC. -alex@live.de. Dann gehe ich auf Kennwort. Jetzt reagiert das Programm sofort und weiß, ach, Moment mal, das ist ein Microsoft-Konto. Dann wechselt sich hier so ein bisschen der Anmeldebildschirm. Ich gebe noch mein Kennwort schnell mit dazu. Melde mich an. Das dauert jetzt eine Sekunde und auch das ist wieder ganz sicher gemacht. Und zwar ist mein Konto auch geschützt. Das heißt, ich kann jetzt sagen, aha, ich brauche entweder eine Textnachricht oder einen Anruf, die mir einen Code übermitteln, damit ich mich auch wirklich mit meinem Konto an diesem Gerät anmelde und damit man sicher gehen kann, dass genau Sie das sind und niemand anders. Deswegen ja, bitte schickt mir eine Textnachricht. Ich muss die letzten beiden Rufnummern noch bestätigen. Klicke dann auf, das heißt die letzten beiden, die letzten vier Rufnummern, so. Und jetzt kommt der Code ganz einfach auf mein Smartphone. Der Code wird dann hier vorne eingegeben. Den habe ich jetzt schon auf meinem Smartphone bekommen. Dann geben wir den mal schnell ein. 08123 mal die 5. Und dann gab es dann noch die 19. Einmal bestätigen. Wunderbar. Das machen Sie auch nur ein einziges Mal. Es ist nur, um Ihr Konto zu bestätigen, damit das auch alles in Ordnung geht, dass Sie die Person sind, die das jetzt auch gerne nutzen wollen. Dann werde ich bei Skype angemeldet. Da haben wir auch schon den tollen Soundeffekt, dass ich da bin. Und ein paar Dinge muss man jetzt noch machen. Und zwar geht es natürlich um die Sicherstellung, dass ich zu sehen und zu hören bin. Und natürlich auch, um ein Bild auszuwählen. So, das Bild, das kann ich später hinzufügen. Wenn Sie dann eingestellt haben, dass Sie zu sehen, zu hören sind, wenn Sie vielleicht sogar noch ein Bild ausgewählt haben für Ihr Skype-Profil, dann erwartet mich jetzt hier diese Oberfläche. Ich kann Skype natürlich auch mit meinen Facebook-Freunden verbinden. Man möchte ja mittlerweile alles teilen und kommunizieren miteinander. Dann sehe ich hier auf der linken Seite meine Kontakte. Ich kann gerne auch Leute dazu einladen. Und wenn ich jetzt telefonieren möchte, zum Beispiel mit dem Marco hier, dann klicke ich die Person an. So, habe dann die Möglichkeit, ihm eine Nachricht zu schicken. Ich kann also auch chatten über Skype. Oder aber ich wähle hier oben rechts aus, ob ich ihn per Sprache anrufen möchte oder auch ein Videotelefonat führen möchte. So. Jetzt rufe ich bei Marco mal an. Ich sehe hier unten schon mein kleines Fenster. Da bin ich mit meiner Kamera hier oben. Und wissen Sie was? Der Marco hat sein Tablet hier liegen lassen. Und dann nutze ich das doch einfach mal und kann jetzt hier den Anruf ganz einfach über das Videosymbol annehmen. Mach das mal leise. So, und jetzt bin ich zum Beispiel schon zu sehen. Ist das nicht toll? Hallo, das ist
Skypen und eine Rückkopplung. Natürlich sollte man das nicht machen, wenn man direkt nebeneinander steht, sondern schon etwas weiter entfernt ist, weltweit. Ich lege jetzt einfach mal auf. Das kann ich dann hier zum Beispiel auch machen über die rote Taste. Klack, da war es auch schon. Man kann das Ganze noch bewerten, aber das lassen wir einfach alles mal. Es ging mir jetzt nur darum, dass Sie einmal sehen, wie das Ganze funktioniert, dass es funktioniert. Wenn das jetzt ein bisschen wirr war, lassen Sie sich davon nicht irritieren. Es geht mir darum, nutzen Sie das, um mit der Familie in Kontakt zu bleiben. Meine Eltern skypen gerne mit meiner Schwester in der Schweiz. Ich mache das auch ganz gerne. Meine Nichte, meine Tochter, die können sich miteinander unterhalten. Sie können weltweit miteinander kommunizieren. Sie sehen sich, wenn sie möchten, oder sie hören sich nur. Das Ganze ist kostenfrei übers Internet möglich. Sie laden die Skype-App einfach runter, melden sich mit Ihrem Microsoft-Konto an, laden gern noch andere ein, indem Sie nach der E-Mail-Adresse oder nach dem Skype-Namen suchen. Und schon kann's losgehen. Viel Spaß dabei!